Variationen der Yoga-Vidya-Grundreihe. Willst du wissen, als Yoga-Lehrender, als Yoga-Lehrende, wie du die Yoga-Vidya-Grundreihe abwandeln kannst für deine Teilnehmenden? Oder bist du selbst Yoga-Übender, Übender und willst überlegen, was könntest du machen, um etwas mehr Abwechslung in deine Yoga-Praxis zu bringen? Darüber möchte ich jetzt sprechen. Insbesondere Variationen über die Yoga-Vidya-Mittelstufe. Ich nehme an, du kennst die Yoga-Vidya-Grundreihe, du bist mit der Yoga-Vidya-Grundreihe vertraut. Aber kurze Wiederholung. Yoga-Vidya-Grundreihe besteht aus Anfangsentspannung, Om und Mantra, Pranayama, Kapalabhati, Anuloma, Viloma, Surya Namaskar, Sonnengruß, die 12 Asanas, dann die Tiefenentspannung, Om und Mantra, eventuell Meditation. Dies ist auch die Grundmittelstufenstunde. Also wenn du Menschen mit einer normalen körperlichen Fitness hast, dann können die im Lauf der Zeit diese Yoga-Vidya-Grundreihe üben. Eventuell werden sie statt Shirshasana, Kopfstand, den Hund machen, eventuell werden sie statt dem Schulterstand, den gestützten Schulterstand machen, aber alles andere geht in einer Yoga-Vidya-Grundstunde. Wenn du jetzt etwas variieren willst, dann kannst du eigentlich über vieles variieren. Du kannst zum Beispiel Pranayama variieren, es gibt langsameres und schnelleres Kapalabhati, es gibt Zwischenübungen beim Kapalabhati, es gibt weitere Atemübungen wie Brahmari, Shitali, Siddhkari, die du auch im Pranayama integrieren kannst. Du kannst beim Surya Namaskar Variationen einführen, es gibt verschiedene Sonnengruß-Variationen und du kannst nach Surya Namaskar auch Stehübungen einführen wie Virabhadrasana, Heldenstellung oder Heldendreieck. Du kannst bei den Asanas immer etwas variieren. Du könntest zum einen diese 12 Asanas reduzieren. Du kannst zum Beispiel sagen, es muss immer eine Umkehrstellung mindestens da sein, mindestens eine Vorwärtsbeuge, mindestens eine Rückwärtsbeuge und mindestens eine Drehung. Das ist das Minimum. Aber dann kannst du variieren. Du kannst auch in einer Yogastunde vielleicht Kopfstandvorübungen machen und Kopfstandvariationen und Schulterstandvariationen und Flugvariationen und Fischvariationen und dafür den Rest etwas verkürzen. Oder du könntest in einer Yogastunde die ganzen Kopfstandvorübungen machen, in der nächsten Yogastunde Savangasana, Halasa, Matsyasana Variationen machen und dadurch Chakrasana, Sedu Bandhasana und anderes einführen. In der nächsten Stunde kannst du dann über die Vorwärtsbeuge variieren und einbeinige Vorwärtsbeuge und die Schildkröte und verschiedene andere Übungen variieren. In der nächsten Stunde könntest du auch die Rückbeugen variieren. Es gibt ja nicht nur diese drei, es gibt ja auch noch die Katze und es gibt das Boot und es gibt den Vogel und es gibt Anjaneyasana, also die Halbmond. Und es gibt das Kamel. Du könntest Ardha Matsyendrasana etwas variieren. Da gibt es verschiedene Variationen. Du könntest die Gleichgewichtshaltungen noch variieren. Du kannst dort auch die Zehenspitzenstellungen machen, beidbeinige oder auch die einbeinige Padahangasana. Jedenfalls die einbeinige Zehenstellung, Zehenspitzenstellung. Du kannst auch noch den Kiebitz üben. All das sind noch Variationen hier. Und auch von Karkasana gibt es verschiedene Variationen, auch die Seitkrähe und so weiter. Mayurasana, gut, oft sagen Menschen, ich kann den Pfau nicht. Dann gibt es noch den Kissenpfau, es gibt den Froschpfau und noch viele andere. Dann kannst du die stehenden Stellungen variieren. Es gibt ja die Heldenstellung, die kann man auch am Anfang machen, aber eben auch am Ende. Es gibt Gleichgewichtsübungen, wie zum Beispiel den Baum und den Tänzer. Und du kannst auch verschiedene Dreiecksvariationen üben. So hast du also Variationen in den Asanas. Eine weitere Möglichkeit ist, du kannst die Tiefenentspannung variieren.
Bei Yoga Vidya haben wir ja sehr reichhaltiges Lehren von Tiefenentspannung. Die klassische Yoga-Tiefenentspannung, eben Anspannen, Loslassen, Affirmation bzw. Autosuggestion von unten bis oben, dann Fantasiereise oder Visualisierung und Stille. Das ist für die meisten Menschen etwas sehr Gutes. Du kannst aber auch mal autogenes Training anleiten. Du kannst den Bodyscan etwas ausführlicher machen. Du kannst verschiedene kombinierten Entspannungstechniken machen. Du kannst auch mit der Laya-Yoga-Entspannung entspannen. Du kannst mir entspannen lassen mit Dankensaffirmationen, Gebeten und verschiedenem anderen. Du kannst auch Yoga Nidra als Tiefenentspannung üben, also energetisch wirksame Tiefenentspannungen, die vielleicht aus der Satyananda-Tradition bekannt sind. Also Tiefenentspannungen kannst du variieren. Und dann gibt es das Om und du kannst natürlich auch das Mantra nach dem Om etwas variieren und du kannst auch zum Schluss längere oder kürzere Meditationen einführen. So kannst du also die Yoga Vidya Grundstunde, Grundreihe, als Mittelstufenreihe auf verschiedene Weisen variieren. Dann gibt es noch weitere Weisen, wie du Variation hineinbringen kannst, nicht nur durch die Übungen, sondern auch durch die Einstellung. Du kannst zum einen die verschiedenen Grund-Yoga-Einstellungen auch in den Yoga-Unterricht hineinbringen. Du kannst zum Beispiel Bhakti-Yoga in den Yoga-Unterricht hineinbringen. Hingabe und Loslassen. Du könntest auch Yoga üben lassen als Ganzkörperverehrung Gottes. Es sind gar nicht so wenige Menschen, die an ein Göttliches glauben. Du musst ja nicht sagen Gott, du könntest sagen das Göttliche, die göttliche Wirklichkeit und so weiter. Und wenn du jetzt diesen Vortrag hörst, im Rahmen der zweijährigen Yogalehrerausbildung, hast du schon vieles über Bhakti gelernt und hast auch schon Bhakti-Yoga-Stunden mitgemacht. Also du kannst die Bhakti-Einstellung hineinbringen, also Asanas als Ganzkörperverehrung Gottes. Du kannst das verbinden mit Affirmationen zur persönlichen Entwicklung. Du kannst im Kopfstand zum einen darauf hinweisen, es ist wie eine Stellung für Mut, Willenskraft und Konzentration. Es ist der König der Asanas. Also Menschen können sich königlich führen. Sarvangasana, eine Asana für Demut und auch für Königin, für Annehmen und Akzeptanz und so weiter. So kannst du in einer Yogastunde, auch Mittelstufenniveau, selbst wenn die Teilnehmenden nicht so fortgeschrittene Asanas machen können, könntest du auf die geistigen Wirkungen hinweisen, das eventuell verbinden mit Affirmationen und Autosuggestionen. Du kannst die Asanas auch, und nicht nur die Asana, auch Pranayama und Tiefenentspannung, verbinden natürlich mit den Kundalini-Yoga-Techniken im Sinne von Chakras und Chakra-Konzentration. Im Kopfstand Konzentration auf Agnya-Chakra, im Schulterstand Vishuddha-Chakra, im Halasana konzentriert auf Vishuddha und Anahata, Matsyasana auf Anahata und so weiter. Also, du kannst auch die Teilnehmenden besonders sich konzentrieren lassen auf die verschiedenen Chakras. Du kannst auch Jnana-Yoga in den Yoga-Unterricht hineinbringen. Das heißt zum Beispiel Sakshi-Bhav, beobachten, in die Stellung hineingehen und beobachten, was geschieht. Lösen vom Wahrgenommenen, vielleicht sich sogar fragen, wer bin ich? Und verschiedenste andere spirituelle Themen kannst du auch in den Yoga-Unterricht hineinbringen. Das sind auch Variationen, selbst wenn du die gleichen Übungen mehrmals hintereinander unterrichtest. Du kannst dabei auch eine unterschiedliche geistige Haltung hineinbringen. So kannst du also die Yoga-Vidya-Grundreihe auch auf Mittelstufenniveau gut variieren. Wie du die Yoga-Vidya-Grundreihe für Anfänger variierst, kennst du vermutlich, mindestens wenn du diesen Vortrag in der ganzen Vortragsreihe gelernt hast. Dort hast du ja schon gelernt, wie man Yoga-Anfängerkurse gibt. Und du weißt auch, wie man diese Yoga-Vidya-Grundreihe als Rücken-Yoga irgendwo variiert. Und so gibt es viele Variationen der Yoga-Vidya-Grundreihe,
das ist ja auch die Größe des Yoga-Vidya-Stils, dass wir vieles stark anpassen können, dass wir eine Grundreihe haben und damit ein Grundkonzept. Dieses aber je nach Zielgruppe, je nach Zielsetzung abwandeln können und vielleicht auch dem Moment eine gute Möglichkeit geben, sich zu manifestieren. Weitere Möglichkeiten, die Yoga-Vidya-Grundreihe auf Mittelstufenniveau zu variieren, ist auch, sie zu ergänzen mit anderem, zum Beispiel zu verbinden mit Klang-Yoga, also Klangschale, Didgeridoo und anderen Klanginstrumenten, Monochord, Sansula, Windspiel oder eben auch mit Mantras, dass du zwischendurch eben auch ein Mantra singst oder wiederholst, die Teilnehmer dazu motivierst, während der Yogastunde geistig Mantras zu wiederholen, eventuell indem du einen Kirtanisten bittest, während der Zeit auch Kirtan zu singen oder auch eine CD abspielst. Zwar ist der reine Yoga darauf ausgerichtet, dass du mit dem Körper und mit dem Geist arbeitest, ohne dass dabei weitere Klänge sind, aber es ist auch eine Variation, die wir bei Yoga Vidya machen, die Yoga Vidya Grundreihe zu verbinden mit Klängen oder auch mit Mantras und Kirtan. Ja, soweit für heute. Variationen der Yoga Vidya Grundreihe auf Mittelstufenniveau. Auch etwas, was dir vielleicht hilft, wenn du entweder eine Yogalehrerausbildung mitmachst und demnächst anfangen wirst, Mittelstufenstunden zu leiten, in dem Sinne von Variationen der Mittelstufenstunde. Und natürlich, wenn du Yogastunden unterrichtest, bekommst du vielleicht ein paar Tipps, wie du deinen Yogaunterricht noch etwas variieren kannst. Mein Name Sukadev, hinter der Kamera und Schnitt Nanda. Und mehr Informationen über all diese Hatha-Yoga-Übungen und auch über Yoga-Vidya-Unterricht findest du auf unseren Internetseiten. Wir haben auf unseren Internetseiten hunderte von Yogastunden und Tiefenentspannungen, Meditationsanleitungen als Video. Wir haben hunderte von einzelnen Asanas mit ihren Variationen als Video, sodass du reiches Material hast für deine eigene Praxis und zum Üben. Aber natürlich am allerbesten ist, du kommst mal eine Weile in einen Yoga-Vidya-Ashram. Zum Beispiel in Bad Meinberg haben wir eine große Bandbreite von Yogastunden. An manchen Tagen haben wir bis zu 50 verschiedene Yogastunden von morgens bis abends. Und an jedem Tag haben wir immer vielleicht 6, 7 Yogastunden, wo du aussuchen kannst. Und so kannst du selbst viel lernen über Variationen des Yoga im Yoga-Vidya-Stil im Rahmen der gleichen Grundreihe. Nochmal unsere Internetseite, dort findest du auch Informationen über Yogalehrer-Aus- und Weiterbildungen, denn auch in den Yogalehrer-Aus- und Weiterbildungen lernst du mehr über den Yoga-Vidya-Unterricht auf www.yoga-vidya.de.